Du, Claudia, ich verstecke das Feuerwerk jetzt erstmal, aber wirklich verstecken, ne? Weil das, was hier eben passiert ist mit Julian und Emma, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Ja, ich kann das absolut verstehen, aber ich finde, die Kinder sollten trotzdem ein Teil von Silvester sein. Nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlen. Ja, das können sie auch. Habe ich auch schon mit denen besprochen. Also, sie können gerne dekorieren und so, aber die Raketen, die kommen jetzt erstmal weg. Wo packe ich diese Dinger aber hin? Die kennen hier jede Ecke im Haus. Auf jeden Fall irgendwo, wo sie nicht drankommen. Ah, natürlich, hier auf den Fernsehschrank. Also, das ist ja eigentlich schon wieder so offensichtlich, dass sie es wahrscheinlich gar nicht sehen werden. Und das ist ziemlich hoch. Kinder, kommt ihr mal kurz runter? Na, vergiss es. Ich komm hoch, ich komm hoch. Also, Kinder, also das Thema Feuerwerk nochmal, ne? Das hat mir nicht gefallen. Das fand ich gar nicht gut. Und Aber das waren deswegen. doch nur Julian und Ja, Emma. aber deswegen werdet ihr heute auch nur zugucken. Ich meine, das war vorher von vornherein eigentlich auch schon so geplant, aber nochmal, ne? Ihr guckt nur zu, ihr werdet nichts halten oder so. Papa, das finde ich irgendwie unfair. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun mit diesem Blödsinn, den Emma und Julian gemacht haben. Und letztes Jahr durfte ich doch auch schon einen Knaller anzünden. Warum dieses Jahr nicht? Oh, Papa, das tut uns auch wirklich leid. Wir wollten das nicht so, das war nicht geplant. Julian, Und ist können wir alles nicht vielleicht jetzt nur einen deine Schuld. Knallfrosch dann zünden oder so? Bitte. Ich bin da so blöd. Jetzt gibt's Emma, du brauchst doch jetzt nicht weinen. Ach, Schätzzchen, du übertreibst immer ein bisschen. Ach, Emma, komm mal her. Also, Kinder, ihr könnt doch auch gerne hier dekorieren. Also, heute findet doch unsere Silvesterparty statt und ihr könnt das ja richtig toll hierher richten, wenn ihr wollt. Also, nochmal ganz kurz. Silvesterparty dekorieren geht, Silvesterknaller anzünden geht nicht. Ne? Ist klar. Oh, toll, dekorieren, das kann ich aber nicht so gut. Wollen wir uns vielleicht ein Video anschauen, wie man das macht? Ich guck mal hier nach Silvesterdekoration. Silvester-Deko. Aber Julian dekoriert am besten gar nichts. Der kann das nicht. Der macht das alles hässlich mit Gabeln und so. Oh, warum ist das denn so? Ist das Silber? Warum so krass? Ja, alles Silber. Das sieht ja toll aus. Schön! Wie sollen wir das bloß hinkriegen? Das soll zu Hause ja auch so aussehen bei uns. Das ist toll. Leute, ich habe eine Idee. Ihr wartet hier. Ich muss ganz kurz einmal in die Küche verschwinden. Was hat Emma denn jetzt vor? Keine Ahnung. Irgendwo hier muss das doch sein. Ich weiß es ganz genau. Das nimmt Mama Emma Emma, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Suchst du irgendwas? Claudia, schaust du auch auf die Uhr? Also wir schaffen das heute sonst nicht mehr. Wir müssen los. Ja, Martin, ich bin fast soweit. Einen Moment noch. Also Emma, Papa und ich müssen ganz kurz noch was besorgen. Wir sind ungefähr in einer Stunde wieder zurück. Seid ihr brav? Und Hannah soll auf euch aufpassen. Sagt das denen bitte. So, Claudia, jetzt aber los, oder? Ja, ich komme ja schon. Oh, perfekt. Jetzt sind Mama und Papa weg für eine Stunde. Wir haben genug Zeit für die Dekoration. Oh, und hier ist auch schon das, was ich gesucht habe. Super, das wird toll. Julian, Hannah, kommt mal Oh Mann, jetzt bin ich aber mal Mal gespannt. gucken, wie das aussieht. Guck mal, was ich gefunden habe. Silberne Folie. Damit können wir alles schön machen. Wow, das ist ja klasse. Also wir könnten ja eigentlich hier das ganze Haus damit eindecken. Also Fußboden, die Wände und uns selber vielleicht auch. Pack mal mit an. Wir fangen hier in Ja, der Küche an und dann geht's okay. weiter. Ja! Wow, sag mal, sind wir im Weltall? Das sieht so aus wie bei den Astronauten. Oh, das sieht so toll aus, aber wir haben gar nicht genug Folie, um das ganze Haus einzukleiden. Jetzt haben wir nur noch dieses kleine Stück. Schade. Was machen wir denn jetzt damit? Vielleicht können wir uns da draus tolle Klamotten machen. Tolle Idee. Ich mache mir dein Kleid raus. Oh Mann, das Wow, ist wie wir so cool. aussehen! Ja. Ich habe ein Cape, so wie ein Superheld. Ich bin Super Emma. Oh Mann, ich sehe ziemlich cool aus, aber ich kann mich kaum bewegen. Ich habe mich komplett eingewickelt. Oh Mann, oh Mann. Kinder, wir sind Hannah. wieder da. Hallo? Was ist denn hier passiert? Was ist das? Also, das kann doch nicht wahr sein. Martin, ist Ihr habt euch das... ja selbst übertroffen. Kinder, klasse Leistung. Was für eine tolle Deko, oder, Claudia? Aber Papa, ich wusste, dass dir das gefällt. Also guck mal, wie wir jetzt aussehen. Wie richtige Astronauten und so. Ja! Also Claudia, ich muss sagen, mir gefällt das. Wirklich, mir gefällt das, was sie gerade gemacht Wirklich? haben. Ja. Die etwa nicht? Martin, meinst du, wir können das so lassen für die Party? So denn nicht? Also auf jeden Fall, die Gäste werden begeistert sein. Das sage ich dir jetzt schon. Versprochen, das wird gut ankommen. Ach, da bin ich ja mal gespannt. Herzlich willkommen auf unserer Party. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Es gibt Getränke, wenn ihr möchtet, greift zu. Blau und Orange für die Erwachsenen, Rot für die Kinder. Claudia, ich weiß, ich sage das nicht oft genug, aber Was du denn? siehst heute wirklich fabelhaft aus. Ach, danke, Martin. Du auch. Du hast dich richtig in Schale geschmissen. Schick. Ich würde sagen, auf einen tollen Abend, oder? Ja, auf den tollen Abend. Also, Claudia, ich muss sagen, diese Fußbodendekoration, toll. Sowas habe ich auch schon mal in Mailand gesehen. Das haben die Kinder gemacht, aus Alufolie.
OMG. Oh, wie lauft ihr denn bitte rum? Also, sind das eure Klamotten Oh, oder sieht wo habt ihr die total denn bitte seltsam her? aus. So Silber. Ihr habt doch gar keine Ahnung, was jetzt voll im Trend liegt. Ja, genau. Das ist ein ganz klasse ein Designer ist das. Der hat das extra für uns gefertigt. Das war H.J.E. von Vogelhausen. Genau. Kennt ihr den etwa nicht? Oh Mann. Oh, Tessa, sag mal, hast du was von diesem Designer schon mal gehört? Noch nie, aber ich meine, wenn der so im Trend liegt, dann Dann brauchen so. wir auf jeden Fall die Klamotten. Definitiv. Aber weißt du was? Also, ich werde mir gar nicht die Mühe machen. Ich werde einfach meinen Berater fragen, meinen Styling-Berater. Ich Oh, meine, der das ist eine übernimmt das. gute Der muss ja Idee. von dem gehört haben, wenn es ein Auf guter jeden Fall. Styling-Berater ist. Oh Mann, ist es denn schon so spät? Kurz vor 12? Oh, ich glaube, ich sollte das Feuerwerk bereit machen. Ich weiß nicht wieso, aber bei Silvester, da freue ich mich auch immer wie so ein Kleinkind. Aber gut ist auch, dass die Kinder die Raketen nicht entdeckt haben. Gutes Versteck. Drei, Drei, zwei, zwei, eins. eins.